Fünf Fehler beim Kauf eines Grundstücks in Polen. Worauf müssen deutsche Käufer beim Immobilienkauf in Polen achten? Mein Name ist David Lies. Ich bin Immobilienspezialist für polnische Immobilien und helfe deutschen Kunden beim Kauf oder beim Verkauf von Immobilien in Polen. Der Begriff Belastung ist erstmal so ein Oberbegriff. Wir haben Belastungen generell, die sind mit einem hohen Belastungsgrad verzeichnet und Belastungen mit einem kleineren Belastungsgrad. Aber generell, wenn wir von Belastung sprechen, sind das Punkte, die nicht unbedingt zur Erhöhung des Werts eines Grundstücks beitragen, sondern eventuell auch vom Käufer oder Argumente für den Käufer für eine Kaufpreisverhandlung. Wenn wir von einem hohen Belastungsgrad sprechen zum Beispiel, dann kann es natürlich ein Strommast sein. Das ist wirklich nicht schön, wenn sich so ein Strommast auf dem Grundstück befindet. Den können Sie nicht eben mal entsorgen oder sonst irgendwie entfernen. Kleiner Belastungsgrad sind zum Beispiel Hypotheken. Das ist natürlich auch irgendwo eine Belastung im Grundbuch, aber wenn Sie die Immobilie kaufen, dann können Sie das Grundstück auch lastenfrei kaufen. Also Hypothek ist jetzt kein Drama. Immobilien haben Hypotheken und man kann also eine Transaktion sicher für den Käufer abwickeln, sodass er das ohne Lasten und ohne Hypotheken in Polen kaufen kann. Fehler Nummer 1. Grundbuch wird nicht geprüft. Man kann es kaum glauben, aber in den letzten einigen Jahren hatte ich ein paar Mal den Fall gehabt, dass einige Kunden selbst irgendwo bei einem anderen Makler oder bei einem anderen Verkäufer ein Grundstück gefunden haben und sich bei mir eine Zweitmeinung einholen wollten zu dem Grundstück. Und die haben das Grundbuch nicht geprüft. Das Grundbuch ist eine Grundlage. Da müssen Sie unbedingt reinschauen. Da stehen Informationen drin, allgemeine Eckdaten, die man mit dem Ist-Stand verifizieren muss. Ist zum Beispiel die Fläche gleich, die im Inserat ausgeschrieben wurde? Oder die Grundstücksart? Wenn mir einer sagt, das ist ein Bauland, es ist aber ein Ackerland, dann passt ja irgendwas nicht zusammen. Deshalb, sowas muss man im Grundbuch verifizieren. Da stehen auch Eckdaten zum Verkäufer. Ist die Person, die mir das Grundstück gezeigt hat, auch tatsächlich der Eigentümer oder ist das irgendwie, keine Ahnung wer? All das müssen Sie sich im Grundbuch anschauen. Das Grundbuch ist in Polen für jeden öffentlich zugänglich unter der Bedingung, dass Sie die Grundbuchnummer kennen. Dann kann man sich das alles online anschauen. Insbesondere Abteilung 3 und Abteilung 4. Idealerweise gibt es da keine Einträge. Abteilung 3 oder Römisch 3, das sind zum Beispiel Rechte, Anspreche, zum Beispiel, ich sag mal, Auflassungsvormerkung, Kaufansprüche oder Wegerechte, Grunddienstbarkeiten können da drin stehen. Oder wenn da einer Schulden hat beim Fiskus, dann lässt der Fiskus sich da auch einiges eintragen. Es kann da aber auch ein ganz normaler allgemeiner Vermerk drin stehen, der nicht belastend ist für den Käufer. Wie zum Beispiel die Umwandlung zum Nießbrauch. Aber darauf gehe ich nicht ein, das wäre jetzt einfach von den Informationen zu viel. Und Römisch 4 Abteilung der Hypotheken. Eine Hypothek kann vorkommen, muss aber nicht, falls eine Hypothek existiert oder im Grundbuch vermerkt ist, dann bitte den Verkäufer fragen, wie hoch die Restschuld ist. Denn das ist dann wichtig bei der Hauptbeurkundung, wenn es darum geht, den Kaufpreis zu bezahlen. Idealerweise, wenn Sie die Möglichkeit haben oder wenn der Verkäufer bereit ist, dann sollte er Ihnen auch die Erwerbsurkunde zeigen. Das ist die rechtliche Grundlage, wie er die Immobilie gekauft hat oder geerbt hat. Und da können auch einige Informationen drinstehen, die nicht unbedingt im Grundbuch stehen. Fehler Nummer 2. Wegerechte werden nicht geprüft. Wir haben hier im Bild einen Praxisfall, wo Sie rechts
ein Mehrfamilienhaus sehen und dieses Grundstück oder dieser kleine Hof gehört zu dem rechten Gebäudeteil. Das ist also ein Eigentümer und links ist der Nachbar. Der Nachbar hat ein kostenloses Zufahrtsrecht zu seinem Grundstück, weil er auf seinem Garten zum Beispiel sein Auto parken möchte. Für den rechten Eigentümer ist natürlich ja, so eine Grunddienstbarkeit oder so eine kostenlose Zufahrtsmöglichkeit des Nachbars nicht unbedingt attraktiv für den Verkauf, denn der kann hier nicht dauerhaft sein Auto abstellen. Der muss also jederzeit den Nachbarn die Möglichkeit geben, dass er mit seinem Auto das Grundstück durchfahren darf, also auch kostenlos. Und solche Sachen kommen jetzt hin und wieder vor, deshalb ist es umso wichtiger, dass Sie sich mit dem Thema des Wegerechts beschäftigen. In Polen muss jede Immobilie oder jedes Grundstück, jedes Haus einen Zugang zu einer öffentlichen Straße haben, sei es direkt oder indirekt. Indirekt zum Beispiel ist, wenn Sie ein anderes Grundstück befahren dürfen oder was ein Weg innerhalb einer Wohnsiedlung, das kann natürlich auch sein, welches Zugang zu einer öffentlichen Straße hat. Also es ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig, dass Sie sich mit den Wegerechten befassen. Und wenn Ihnen einer sagt, ja, das ist hier schon kein Problem und wir machen das schon immer so, seit 10 Jahren, auf solche Aussagen nicht verlassen. Am Ende zählt immer das Papier, was auf dem Papier steht. Fehler Nummer 3, Raumordnungsplan wird nicht geprüft. Der Raumordnungsplan ist sehr wichtig, wenn Sie sich mit dem Thema Bebauung befassen möchten. Denn der besagt, wie das Grundstück genutzt werden darf, was da gebaut werden darf und wie viel und welche Grünfläche Sie haben müssen und so weiter und so weiter. Wenn der Nachbar rechts neben Ihrem Grundstück, welches Sie kaufen möchten, ein Mehrfamilienhaus hat, dann heißt das nicht unbedingt, dass Sie auch ein Mehrfamilienhaus bauen dürfen. Es zählt immer das, was im Raumordnungsplan drin steht. Der Raumordnungsplan ist in der Regel zugänglich übers Internet. Die mittelgroßen Städte oder die großen Städte haben in der Regel Raumordnungspläne. Schwieriger wird es auf dem ländlichen Gebiet oder in Dörfern. Da muss man tatsächlich einen Antrag bei der Behörde stellen, konkret, wenn man etwas bauen möchte. Da gibt es auch weniger oder kaum einen Raumordnungsplan. Hier zum Beispiel im Rechts, auch im Praxisbeispiel, wir hatten hier einen Eigentümer mit einem ganz großen Grundstück, wo man sagen könnte, super Grundstück für einen Bauträger, der kann da etliche Reihenhäuser bauen, von Anfang bis Ende. Aber denkst du, denn bebaut werden darf nur diese braune Fläche hier, dann muss hier noch eine Durchfahrt gebaut werden auf Kosten des Eigentümers. Also das ist so im Ordnungsplan vorgesehen. Es muss also eine Durchfahrt sein, denn die Bauern, die in der Stadt haben sich ausgedacht, da wird eine Wohnsiedlung entstehen und da muss auch eine zweite Zufahrt existieren, was auch irgendwo Sinn macht. Und die andere, ja, auch große Hälfte muss, ja, grün bepflanzt werden. Bäume, Pflanzen und so weiter. Und ein Bauträger sagt dann, ja, Freunde, aber was soll ich damit? Ich kann nur die eine Hälfte, für mich nur die braune Hälfte ist relevant, denn da kann ich bauen, da sind Flächen, die ich dann später verkaufen kann. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie im Raumordnungsplan so feststellen können. Also immer einen Blick in den Raumordnungsplan werfen, wenn Sie Grundstücke kaufen. Fehler Nummer 4. Grundstücksberäumung. Was befindet sich auf dem Grundstück? Wenn das Grundstück zugewachsen ist, wie hier zum Beispiel in einem Bild, dann müssen Sie eine Gartenfirma extra beauftragen. Die müssen da mit dem ganzen Trupp das Ganze hier säubern, das Grundstück sozusagen abrasieren. Das kostet Sie nicht nur Geld, sondern auch die ganze Koordination, also auch ein zeitlicher Aufwand, den Sie da investieren müssen.
Und das müssen Sie auch bitte beachten. Also wenn Sie da ein Grundstück kaufen, was befindet sich auf dem Grundstück? Oder habe ich irgendwelche alte Fundamente? Bei den Fundamenten ist das immer die Frage, sind das irgendwie historische Fundamente oder sind das einfach alte Fundamente von einem Haus, wo einer angefangen hat zu bauen, aber dann irgendwie aufgehört zu bauen oder keine Lust mehr hat auf den Bau. Sowas müssen Sie oder in der Regel wollen Sie sowas entfernen, weil Sie da vielleicht andere Pläne oder Vorstellungen haben mit dem Grundstückskauf. Das sind alles Kosten, die auch anfallen. Und hier macht es Sinn, sich einfach mal ein paar Angebote einzuholen oder das natürlich als Argument für eine Kaufpreisverhandlung zu nutzen. Auch bei Bäumen, wenn Sie große Bäume haben, Bäume dürfen nicht einfach so gefällt werden, da muss man in der Regel auch sich eine Genehmigung von der Behörde einholen. Also auch Thema Bäume ganz wichtig, denn hier drohen saftige Strafen, wenn man einfach alte Bäume zum Beispiel, ja, fallen lässt. Vorsicht auch bei alten Gebäuden. Alte Gebäude, 70er, 80er, 90er Jahre Baujahr. Da kann es sein, dass das Baumaterial zum Beispiel ja, mit Asbest belastet ist. Und hier in solchen Fällen dürfen nur spezielle Firmen das Ganze demontieren und entsorgen. Und das macht den ganzen Kauf auch nicht unbedingt ja, für sie attraktiv. Wenn sie dann sich mit solchen Themen nach dem Kauf beschäftigen müssen. Fehler Nummer 5. Erschließungen werden nicht ausreichend geprüft. Prüfen Sie, habe ich da Strom, Wasser, Kanalisation, Abwasser, Gas? Und wenn ja, wo befindet sich das genau? Ist das 200 Meter weiter weg oder ist das direkt unmittelbar vor dem Grundstück? Je weiter weg, umso teurer wären für Sie dann die Erschließungskosten, weil Sie das Ganze natürlich auch irgendwo verlängern müssen zu Ihrem Grundstück oder durchziehen müssen. Und auch solche Aussagen vom Verkäufer, wie zum Beispiel die Gasleitung kommt hier in 2 Jahren. Ja, kommt, kommt. Am Ende kommt es dann doch nicht. Auf sowas bitte nicht verlassen, sondern am besten verifizieren. Zur Verifizierung gibt es zum Beispiel so ein ja, staatliches Geoportal. Da kann man sich mal durchklicken. Darauf gehe ich jetzt nicht ein. Aber da kann man auch verifizieren oder einfach mal bei der Gemeinde nachfragen, wie die Erschließungs Lage ist des Grundstücks. Also auch Makler machen sowas gerne, wo die sagen, 2 Jahre, in 2 Jahren oder in einem Jahr haben wir hier eine Gasleitung. Also bei solchen Aussagen natürlich immer bitte aufpassen. Was sie auch machen können, einfach mal den Nachbarn ansprechen. Wenn sie dann nach der Besichtigung, wenn sie mit der Besichtigung durch sind, mal bei dem einen oder anderen Nachbarn anklopfen und fragen, hör mal zu, wie ist es mit der Erschließung? Kannst du mal was dazu sagen? Oder können Sie was dazu sagen? Ist natürlich die höfliche Art. Und die Nachbarn sind in der Regel ehrlich und die haben nichts zu verbergen und die werden Ihnen kostenlos solche Informationen bereitstellen. Also Nachbarn sind bei solchen Grundstückskäufen wirklich Gold wert. Denn die wohnen da seit sicherlich mehreren Jahren und haben die beste Information teilweise. Auch mal einen zweiten Nachbarn fragen, also auch zwei, drei Nachbarn fragen. Je mehr natürlich, umso besser. Man soll es auch nicht übertreiben. Und dann bekommen Sie sicherlich nützliche Informationen. Das waren die 5 Punkte. Ich hoffe, Sie konnten einige Informationen aus dem Film mitnehmen. Bedenken Sie bitte, dass dies nur ein kleiner Auszug ist von Punkten, die beim Kauf eines Grundstücks in Polen berücksichtigt werden müssen. Ich werde sicherlich irgendwann noch einen zweiten Teil eines Films machen, wo ich noch weitere Punkte erläutere. Und ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Erfolg beim Immobilienkauf in Polen und behalten Sie die von mir erwähnten Punkte irgendwo im Hinterkopf, wenn Sie kurz vor der Kaufentscheidung stehen. Vielen Dank, ich freue mich über ein Like nach oben und würde mich freuen, wenn Sie meinen Kanal abonnieren, damit Sie weitere nützliche Informationen über einen Immobilienkauf in Polen verfolgen. Vielen Dank, Ihr David Lies.